Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Dienstagmorgen Ziel eines schweren russischen Angriffs geworden. Mehrere Menschen sollen dabei verletzt worden sein. Nach ukrainischen Angaben habe Russland dabei Hyperschallraketen des Typs Kinschal eingesetzt. Videoaufnahmen zeigen tieffliegende Raketen über dem Stadtgebiet. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko seien dabei auch Anlagen der zivilen Infrastruktur getroffen worden. Videos sollen eine Gasleitung zeigen, die durch den Angriff in Brand geriet. Zudem soll ein Autohaus von Tesla beschädigt worden sein. Auch aus anderen Landesteilen wurden Luftangriffe gemeldet. Im ostukrainischen Kharkiv sollen dabei ebenfalls Menschen getötet und verletzt worden sein. Ein Video zeigt eine heftige Explosion in einer Wohngegend. Russland hat seine Bombardements auf das Nachbarland zuletzt verstärkt.